Anführungszeichen ein Punkt, obwohl wir da halb zur Pause einfach jeder geglaubt hätte, Rapid hat das Spiel im Sack. Wie hast du das Match erlebt? Ja, im Sack hat man es mit einer 1-0 leider nicht. Wir haben eine starke erste Halbzeit gespielt, wo wir uns viele Chancen erarbeitet haben, viel im Ball gehabt haben, viel im Ball laufen lassen, viele Wege angeboten haben und richtig gut gespielt haben, auch defensiv im Gegenpressing sehr aktiv waren. Aber mit einem 1-0 kann halt immer viel passieren. Wir sind dann leider in der zweiten Halbzeit nicht so gut reingestartet, haben dann gleich das 1-1 kassiert. Und dann waren viele Ballverluste, viele hohe Bälle, offenes Spiel, da kannst du in beide Richtungen gehen. Und ja, erste Halbzeit können wir uns vorwerfen, dass wir das 2-0 vorlegen und ja, zweite Halbzeit so wie die erste spielen. Ja, und der neuen Teamkollegen, du kennst ihn schon vom Training natürlich und von Testspielen teilweise, heute erstmals in der Liga im Einsatz, im Pflichtspiel von Beginn an, Niki Wurmbrand hat das wichtige 1-0 gemacht. Was sagst du zu seinem Auftritt? Ja, super Spieler, auch ein starker Auftritt von ihm, hat viel gearbeitet gegen den Ball. Und mit Ball immer wieder tiefe Laufwege gesucht, das was er sehr stark ist mit seiner Schnelligkeit. Muss man natürlich hinter die Ketten einigen, aber er ist auch im Fuß anspielbar und man hat halt gesehen, dass man ihn durchaus brauchen kann und ein wichtiger Spieler werden kann. Also, danke und jetzt geht es natürlich voller Fokus auf nächsten Sonntag Wiener Derby. Dankeschön. Trainer, Remy hier in Wolfsberg, widersprichst du mir, wenn ich sage, eine wirklich sehr gute erste Halbzeit, trotzdem nicht gereicht? Ja, genau. Erste Halbzeit war wirklich sehr gut. Viel Kontrolle, viel Dominanz, auch viele Situationen nach vorne gut gespielt, auch Torchancen, Tor gemacht. Wir müssen natürlich höher führen. Ich glaube, dann wird es ein anderes Spiel in der zweiten Halbzeit. Das war auch klar. Trotzdem müssen wir dann einfach in der zweiten Halbzeit das Spiel anders gestalten. Das war dann nicht mehr gut. Und es waren schon zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten. Ist es Rückschlag für die Mannschaft oder ist es einfach ein Punkteverlust, mit dem man in der Saison leben muss? Wir haben doch schon den Hinblick natürlich auch auf das große Wiener Derby. Ja, sehr ärgerlich der Punktverlust heute, weil es einfach unnötig war. Die Art und Weise, wie wir erste Halbzeit gespielt haben, war einfach sehr gut und deshalb war es nicht so gut, dass wir dann zweite Halbzeit da nicht dran anknüpfen konnten. Und das tut uns schon weh, dieser Punktverlust. Da müssen wir einfach dran arbeiten, dass wir solche Spiele, wo wir so dominant sind, dann am Ende gewinnen. Sehr großes Thema vor dem Match war nicht bei dir, auch nicht bei der Mannschaft, aber medial sehr oft die äußeren Bedingungen. Wie war es dann schlussendlich jetzt am Platz? War es eigentlich ein normales Spiel oder hat man es doch gemerkt, dass es hier bis zumindest zu unserer Ankunft sehr, sehr stark geregnet hat? Ja, ich glaube, der Platz hat es ganz gut vertragen. Natürlich hat man es an der einen oder anderen Stelle gemerkt, dass der Ball mal versprungen ist und dass der Platz ein bisschen uneben war, die Spieler mal gerutscht sind. Aber trotzdem glaube ich, dass wir heute hier in Österreich mit so die besten Bedingungen noch hatten, wenn ich die anderen Situationen gesehen habe oder die anderen das Regenradar mir angeschaut, dann war schon okay heute. Letzte Frage von meiner Seite noch. Du hast heute den Startelf-Debütanten gehabt im Sturm. Junger Bursche, Nikolaus Wurmbrand. Er hat einmal schon ganz kurz als Einwechselspieler sich beweisen dürfen und heute gleich das so wichtige Tor geschossen. Gibt es ein Extralob des Trainers für den Spieler oder nicht? Ja, na klar gibt es Extralob. Wenn man so jung ist und sein erstes Spiel macht, da kann man natürlich auch schon mal nervös sein, aber es war er gar nicht. Und es hat mir sehr gefallen, wie er gespielt hat und wir wissen, was er kann, das ist klar. Und jetzt hat er es auch bei uns zeigen können, er hat es in der Zweiermannschaft schon gut gezeigt und freuen wir uns einfach, dass er daran anknüpfen konnte und uns helfen konnte. Ich glaube, für ihn selber war es dann sehr, sehr schön heute.